Zum Beispiel Rot-Weiß Essen. Gestern gegen Union Berlin, vierte Liga gegen zweite Liga und doch kein Klassenunterschied. 1-0 Essen durch Brauer. Und der Viertligist verwirrt weiter Berlin, Union unbeholfen und uneinig. Zweite Hälfte, zweiter Treffer. Benedikt Köp dafür verantwortlich. Erst nach 82 Minuten kommt Berlin zum Zug und zum Anschlusstreffer Patrick Sundi. Und in der Nachspielzeit in der 91. Minute noch der Ausgleich, das 2-2. Terodde trifft aus dem Spiel heraus, aber nicht im später folgenden Elfmeterschießen. Terodde gegen Lamczyk. Und Essens Lamczyk hält noch ein zweites Mal. Am Ende 6-5 nach Elfmeterschießen. Rot-Weiß Essen überraschend weiter.